So, hi. Kurz überlegen. Wir wollten zum Flügel, right? Mal schauen, ob uns das irgendwas bringt mit der Mondscheinsonate, weil ich sehe sonst nirgendwo etwas, wo wir noch hingehen könnten. Da hinten ist nur noch Kerosin, wobei, nee, das Kerosin-Ding haben wir ja auch mittlerweile leer gemacht. Es fehlt noch eine Maske. Moment, wenn wir da dann durchgehen, landen wir ja hier unten, oder? Nee, da. Oder? Nee, runterfallen tun wir auf der rechten Seite. Und hier oben, Tür zu. Da brauche ich den Helmschlüssel, der geht nur von der anderen Seite auf. Wir könnten noch den Granatwerfer uns holen. Und da oben ist noch irgendwas. Guck mal. Okay, wir machen das dann doch noch nicht. Wir gehen erstmal auf der anderen Seite nochmal gucken. Dich lassen wir nochmal dabei. Right, wir könnten uns den Granatwerfer ja noch holen. Good idea, actually. Dann machen wir das doch mal. Da waren noch ein paar Türen offen. Hatten wir den gekillt? Ich glaube, wir hatten den nicht gekillt, ne? Dann gehen wir doch lieber hier lang. gehen wir doch lieber hier lang. Wir gehen auch nicht mehr draußen lang. So, wo Kollege bist du? Da, Kollege bist du. Wunderbar. So. Hier liegt nichts. No. No. Wo ist der Granatwerfer? Wenn ich mal so bescheiden fragen darf, wo ist der Granatwerfer? Wir müssen an ihm vorbeirennen dann. Wo ist der Granatwerfer? Moment, das machen wir gleich. Wenn ich mehr Munition habe. Oder wenn ich die Pumpgun dabei habe. Vielleicht hole ich mir erstmal schnell die Pumpgun. Wobei, wir haben so viel Schüsse schon verbraucht. Gehen wir erstmal hier lang. Wobei, ich weiß, wo dieser eine Gang hinführt. Da war ja auch... Ne, den haben wir gekillt. Der hier durch die Tür gekommen ist... Hallo, Chris? Okay. Der hier durch die Tür gekommen ist, den haben wir ja gekillt, right. So, den Raum haben wir uns gar nicht angesehen, weil wir ja die Cutscene direkt danach hatten.
So, und jetzt dadurch steht ja ein Zombie vor uns. Den können wir abknallen. Ah, unsere Munition. War das ein Kopfschuss? Habe ich das gerade richtig gesehen? Warte, lass eben resetten. Wenn die Leiche weg ist, dann war es ein Kopfschuss. Das wär geil, wenn das ein Kopfschuss gewesen wäre. Oh, wie viel Munition der gefressen hat. Ich muss mir jetzt die Pumpgun holen. Außer wir finden in den Raum gleich Munition. Wenn dein Gegner drin ist, müssen wir sofort wieder raus. Leiche noch da? Leiche weg, es war ein Kopfschuss. Nice. Nice, nice, nice. So. Eine Blendgranate. Auch nicht schlecht. Okay. Wenn da jetzt ein Gegner drin ist, lassen wir uns packen, geben ihm die Granate. Ah, das ist der Raum. Ich verstehe. Hier hatten wir, glaube ich, die Seite der Mondscheinsonate auch gefunden. So, wo konnte ich hier nochmal was anzünden? Da. So, jetzt können wir uns hier ja umsehen. Yes. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Voller Weingläser, soll mir recht sein. Okay, so. Oh, falsche Richtung. Wie das Spiel Chris einfach so reinsliden lässt. So. Okay, dann war ja hier noch was. Ah! Ah, okay. Mit dir habe ich nicht mehr gerechnet. Hey, komm raus. Nee, okay. Den müssen wir aber nicht verbrennen. So. Den müssen wir aber nicht verbrennen, weil in diesen Raum müssen wir nie wieder rein. Wie viel Schuss habe ich noch? Okay, ich fühle mich gerade ein klein wenig sicher. Durchaus. Wir hätten ihn noch gar nicht... wir hätten ihn gar nicht killen müssen. Wir hätten ihn einfach um den Tisch herumführen können. Naja. Okay, dafür brauchten wir auch den Helmschlüssel, glaube ich, ne? Oder? Oder brauchten wir dafür einen alten Schlüssel? Das muss ich jetzt nochmal wissen. Aber ich meine, das war der Helmschlüssel. Ah, es war sogar der Schildschlüssel. Okay. Ich frage mich nur, wer hilft uns dann gegen die Schlange? Ist es wieder Richard? Ich hoffe nicht, dass es Rebecca ist. Und selbst wenn es Rebecca ist, dann... Hoffentlich ändert das angenehmer. Aber ich glaube, es wird wieder Richard sein. So, Safe Room. Safe Room, Pumpgun holen. Dann erledigen wir das mit Forest. Pistole und so packen wir alles erstmal in die Kiste. Mhm.
Wobei, das nehmen wir nochmal mit. Vielleicht liegt der Granatwerfer ja auch weiter durch, wobei ich weiß gar nicht, ob die können mir jetzt nicht sagen, dass ich mit Chris nicht den Granatwerfer krieg, weil dann muss ich eine andere Waffe kriegen oder ich finde den Granatwerfer an einem anderen Ort. Das kann natürlich auch sein. Die können mir nicht sagen, dass ich mit Chris nicht den Granatenwerfer kriege. Also, Chris, okay. Wollt ihr mir eigentlich erzählen, Capcom? Wollt ihr mir echt sagen, dass Chris nicht den Granatwerfer kriegt? Komm mal. Sagt man eigentlich Granatwerfer oder Granatenwerfer? Das ist eigentlich jetzt richtig. Ich bin jetzt gerade ein wenig... Handy, was ist los? Ich bin gerade ein wenig irritiert. Aber ich glaube, es war Granatwerfer. Wobei Granatenwerfer von der... Ist er noch da? Ja, er sitzt da noch. Oh. I didn't see that. Habt ihr das gesehen, dass hier ein Dagger gelegen hat? Also ich hab's nicht gesehen. Ich bin ganz offen und ehrlich. Wow, für zwei Heilung werde ich jetzt Munition verschwenden müssen. Bleibt er liegen? Er bleibt liegen. Ich glaube, der Gang ist zu eng. Man kommt nicht an ihm vorbei. Man muss ihn killen. Deswegen habe ich die Waffe mitgenommen. Lächerlich. Lächerlich. Lächerlich, sage ich euch. Was haben wir jetzt da unten eigentlich gefunden? Was finden wir nochmal da unten in dem Raum? Finden wir einen Schlüssel? Wir finden ein... Oder finden wir ein Buch? So oder so. Die Heilung wird erstmal sichergestellt. Wir hatten mit Jill so viel Munition und so viel Heilung. Oh Gott, das war wirklich so schön. Endlich mal Heilung. Ordnung schaffen. Rüber zu dem Flügel. Mm-hmm.
Aber wir müssen ja mal einen neuen Schlüssel kriegen, weil das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wir müssen ja mal einen neuen Schlüssel kriegen, also müssen wir da drüben ja wohl einen Schlüssel auch finden. Oder wir finden eine Maske. Ich glaube, wir finden da eine Maske. Wir finden da eine Maske, right? Wir finden da eine Maske. Und dann können wir den. Oh shit, dann können wir den Redhead auf dem Friedhof machen und wir haben kaum Munition dafür. Wie viele Schüsse hat er bei Jill gefressen? Ich glaube drei, ne? Drei Shotgun-Schüsse. Das heißt, unsere Shotgun ist dann leer. Wir werden hier, glaube ich, gezwungen sein, manchmal mit der Magnum zu arbeiten. Mit Chris. Deswegen wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns die mal bald holen würden. Aber wir kommen halt nicht. Wir kommen halt noch nicht dahin. Hier. Oder wir finden hier das Metallemblem, damit wir auf die Ländereien kommen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, na dann. Me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Okay. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Hört sich besser an. Das war falsch. Nichts mehr. Kann ich dich an? Rebecca Klavier. Okay, aber was jetzt? Muss ich einfach warten oder? Geh mal raus und wieder rein, vielleicht ändert sich was. Ich glaube, wenn hier noch Gegner wären, würde das die anlocken, oder? Irgendwie sowas? Wahrscheinlich. Aber was jetzt? Muss ich jetzt zu Richard? Irgendwas ist noch in dem Raum hier links von uns. Ach ja, klar, das Rätsel. Ich gehe mal wieder rein. Vielleicht ändert sich ja was. Rebecca, du machst immer dieselben Fehler. Hallo, Rebecca, ich will dich ansprechen. Hallo, okay. Mach die Tür bitte auf, Rebecca. Ich weiß nicht, was ich gerade tun soll. Sie macht immer dieselben Fehler. Also sie macht immer an derselben Stelle Fehler. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll.
Musst dich vielleicht einmal kurz aus der Hörreichweite? Immer noch derselbe Fehler. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll in der Zeit. Ja, super. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ist Rebecca safe, wenn ich sie allein lasse? Was mache ich denn jetzt? Holy shit, Mann! Spiel! Ich habe nirgendwo mehr hinzugehen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Hier hinten war ich ja noch nicht. Das werden wir bald herausfinden. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Rebecca übt Klavier. Frage ist, wie lange? Muss ich jetzt irgendein Event triggern irgendwo? Ich wüsste halt nicht wo. Muss ich zu Richard? Ich gehe mal zu Richard. Ich gehe jetzt noch einmal kurz zu Rebecca. Und wenn da nichts passiert, gehe ich zu Richard. Da habe ich nicht hingedrückt, Spiel. Nein, immer noch derselbe Fehler. Ich dachte, jetzt spielt die Sounddatei ein paar Mal mit anderen Fehlern und irgendwie beim dritten, vierten Mal dann... Chris, I think I got it. Practice makes perfect. Huh? What's this? Be careful, Chris. Munition? Ah ne, Travers Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich das Anbieten eintraf. Bin ich hier gelandet? Einmal im Labor. Ja, das hatten wir alle schon. Das ist dasselbe Tagebuch. So, give me that. Keine Reaktion von Rebecca von wegen Chris! Irgendwie sowas. Egal. Zack.
Were you all right in there? Yeah. Okay. Erika sieht besorgt aus. Ist sie jetzt immer noch da drin? Ist Rebecca jetzt immer noch da drin? Ich hoffe mal nicht. Rebecca? Du bist immer noch hier. Were you all right in there? Yeah. Okay, du bleibst jetzt also hier. Na gut. Na gut, Becky, dann bleib mal hier. Und lass Richard allein. Vielleicht folgt sie mir, wenn ich das Rätsel da drüben mache. Sie meinte auch, sie hätte eine Knarre, also sie dürfte ja einigermaßen sicher sein. Zumal, wenn es von der Timeline her wirklich nach Resident Evil Zero ist, dann ist sie definitiv in der Lage, sich zu wehren. So, wie war das jetzt nochmal? Hier mit dem Bild? Ein Bild von zwei Rittern. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf. Kurz Brust, lang Kopf. Klein war Brust. Hey! Okay. Neu mal da drin. So. Wir haben jetzt den Schildschlüssel. Dafür brauchten wir Helm und der ist von der anderen Seite. Dann hatten wir noch da hinten rechts und wir hatten das, wo die Schlange wartet. Und ich glaube, das Ding da unten im Erdgeschoss ging auch erst mit dem Helmschlüssel auf. Das heißt, der Schildschlüssel ist, glaube ich, echt nur für die Schlange, ne? Erstmal gucken, ob Becky noch da ist. Nennen wir sie einfach Becky. Becky ist cute. Also sowohl der Name als auch Rebecca. Ist immer noch da. Hi. Were you all right in there? Yeah. Wahrscheinlich steht sie jetzt da, das ist wirklich ein Hint. Dass Richard sich denkt, sobald ich bei der Schlange bin, yo Bro, ich helfe dir. Wahrscheinlich ist das der Sinn dahinter. Den Redhead hatten wir erledigt, ne? Ja, der Redhead ist down. Richard, was geht, Bro?